Wir sind in Athen. Es ist gerade mittags. Oder? Ist es Mittag? Es ist Mittag. Ja. Mittags fühlt sich aber an 15:30. Wie morgens. Mittags. Wir haben relativ lang heute mal geschlafen. Und die Sonne scheint und es ist total schönes Wetter. Und wir sind hier gerade oben quasi fast auf dem Dach von unserem Hotel. Und übermorgen ist quasi soweit und dann ist unser großer Auftritt beim MTV Day. Ist es für euch eigentlich ein Unterschied, ob man jetzt in Athen, Mailand, Berlin oder sowas auftritt? Nehmt ihr das so gar nicht mehr wahr, sondern sagt? Na, also ich sag mal letztendlich, also die Hallen sind ja eigentlich relativ gleich überall. Also von daher, ich sag mal, das Venue, das spielt jetzt glaube ich nicht so eine Rolle. Aber ansonsten macht es natürlich einen Unterschied. Klar, man will ja irgendwie die Fans dann auch überall treffen. In Griechenland sind wir jetzt auch zum allerersten Mal. Ja, ja. Das heißt, wir sind echt gespannt, so wie das Publikum auch drauf ist und so. Die haben uns ja auch noch nie live gesehen. Und also von daher, wir freuen uns da drauf. Ich glaube, das wird schon auf jeden Fall besonders werden. We strongly believe that after the concert we're gonna deliver double platinum award for you for Humanoid. I mean, we keep going. Also eigentlich kehren wir so ein bisschen zu dem Ursprung zurück, was wir von Anfang an gemacht haben. Also wir haben vor 10 Jahren angefangen, was uns neulich erst aufgefallen ist, wo wir total stolz drauf sind. Und eigentlich haben wir damit Deutsch und Englisch angefangen. Dann haben wir eine Zeit lang nur deutsche Musik gemacht und irgendwann haben wir uns einfach aus dem Grund dafür entschieden, Englisch zu machen, weil wir einfach wollten, dass überall, weil ja dann der Auslandserfolg losging, dass wir überall wollten, dass die Leute unsere Texte verstehen können. Musikalische Vorbilder hatten wir nie so richtig, weil wir uns eigentlich nie auf eine Band einigen konnten, die wir alle auch gut finden. Privat hören wir einfach komplett andere Musik. Georg ist nach wie vor großer David Hasselhoff-Fan. Gustav hört viel Techno, Bill viel Schlager. Und das ist, wir konnten uns da nie einigen. Also der einzige mit einem richtig guten Musikgeschmack aus der Band bin tatsächlich ich. Und von daher, ja. Wir kommen gerade von der Bühne von unseren Proben und haben eben gerade vor 10 Minuten die Generalprobe beendet. Also es wird aufregend auf jeden Fall und also wir sind echt nervös auf jeden Fall, dass es morgen dann alles klappt, weil es ging gerade noch vieles drunter und drüber. Aber ich glaube, ich muss mich übergeben. Ja, ich würde mich auch gerne vorher schon mal übergeben. Oh, hey! Tokyo Hotel. Tokyo Hotel. We are really excited about our tour kickoff on February 22nd. And on our trip all over Europe, we will visit more than 30 cities with our Welcome to Humanoid City tour. And it will be the most spectacular live show we've ever had. To create something really special for you, we work together with stage designer Misty Buckley, and we also get creative with the twins Dan and Dean of D-Squared. Stay tuned and check out tokyohotel.com to get all the dates and details about our Welcome to Humanoid City tour. We can promise this will be the biggest and best Tokyo Hotel show you've ever seen. We play all the songs from Humanoid and also some of our favorite old songs. Take care and see you soon.
Das meine ich im Ernst. Lass uns auf Tour Rollstühle mitnehmen. Ich will jetzt in den Rollstuhl mich setzen und dann rausgeschoben werden im Tourbus. So. So mit so einem Strohhalm hier dran. Weißt du was? Ich will so einen Rollstuhl mit hier einem Trinkhalm und hier eine Sauerstoffflasche dran. Weißt du, so eine Sauerstoffgerät? Ja. Oh. Ja, das ist geil. Das ist richtig geil. Und dann so richtig ausgepolstert. Weißt du, wie ich meine? Das so wie so ein Bus noch so federt. So. Können Sie sponsert ihn mit einem Rollstuhl? Eine Rollstuhlfirma.